Der Briefname ist Der und Papagei, vom Geflecht aus BKA-Struktur, Gerichten, Polizei, Gesundheitswesen, Psychiatrie, organisierter Kriminalität. Fallmarschall Johannes, Monarch. Einblick in Muster der Unterwanderung in Deutschland und Hinweise auf Ausmaß des Nutzens von undurchsichtigen Druck- und Verbindungsstrukturen, von Johannes Marschall. Alle Briefkontakte der Bewohner Liss führen über das Amtsgericht Lichtenberg. Zum Image von Ungereimtheiten passt am besten die Lokalität Neuhohenschönhausen und dessen Image. Man kann von einer Lenkung zu diesem Ort nach Planung ausgehen. Die Hypothese: Aus Osteuropa sind mit den 80er Jahren der Fall der Mauer viele Clans und Strukturen, teilweise ahnungslos, in die Bundesrepublik Deutschland gelenkt worden. Viele unahnende Familien nahmen da die Arbeit auf. In Osteuropa entstanden die Systeme zur Unterwanderung von Institutionen, von Familien, Systeme zur Enteignung von Immobilien, Systeme zur Erpressung. In Berlin konnten seit 1980 viele Familien aus arabischsprachigen Ländern erfolgreich Kapital anlegen. Vornehmend Restaurants, Autohäuser, Kleingeschäfte und Diskotheken. Die damalige Generation der Stasi musste sich mit konkurrierenden Familien, Clans, Organisationen arrangieren. Großgewinne aus schwarzen Geschäften wurden aufgeteilt. Das Sozialsystem war seit 1970 stark unterwandert. Ebenfalls die Polizeibehörden. Korruption, Erpressung fing in den folgenden Jahren an zu blühen. Viele Systeme widmeten sich der Unterwanderung durch Sammlung von Informationen über alle Menschenklientele. Auch Menschen der Unterschicht, gerade diese, waren für diesen Zweck bestens geeignet. Sozialträger von seit den 1990er Jahren schwerst durchleuchtet, unterwandert. Die betreffenden Menschen wussten nicht, dass sie Teil der Unterwanderung sind. Viele einfache Sozialarbeiter wurden in Sozialträgern speziell platziert oder dort ausspioniert. Man begann mit systematisches Social Engineering, immer gezielter Menschen in den Brennpunkten des sozialen Wesens, des Gesundheitswesens zu platzieren. Zielstellung scheint dabei wohl sehr weitläufig und undurchsichtig zu sein. In erster Linie kommen Deckung von Geschäften durch Erpressung, heraus aus der Involvierung von unangenehmen Verflechtungen zwischen Gerichten, Polizei, Sozial- und Gesundheitswesen, oft ausgehend von unschönen Skandalfällen, Erpressungsversuchen, soziale und psychologisch erfolgreich platzierte Fallen, bis hin zu erzeugten Suiziden. Die Hintermänner sind dabei nicht auffindbar, weil sie einfach nicht existieren, schon verstorben sind, falsche Namen haben oder selbst als unschuldige Personen in Bedrängung oder eine Falle geraten sind. Sektensysteme kommen in diesem Zusammenhang auch besonders in Frage. Eigentliche Profitträger sind oftmals die regional am stärksten vertretenen Machtstellungen durch Familien, Clans, welche sich alle auf dem Markt beweisen und durchsetzen müssen. Der Druck auf dieses Spitzenklientel im sogenannten Untergrund ist so hoch, dass einerseits der Wechsel von Generationen, der Wechsel von Macht, sowie die Ablösung von neuen Strukturen unaufhörlich für undurchsichtige Verhältnisse sorgen. Bis zu den bekannten Banken lassen sich die Spuren von Geldern zurückverfolgen. Ein beachtlicher Teil der Summen scheint im zwischen Prostitution, Rauschgift und Waffengeschäften im Nichts zu verfliegen. Immer kleiner werdende Strukturen bildeten sich in den Jahren nach 1990 auf immer spezialisierteren Gebieten aus, was eine enorme Anspannung seitens aller Beteiligter sowie Ermittler mit sich zog. Über die Möglichkeit, ein Netzwerk von mehr als 10.000 Personen im Sozialträgersystem auszuspionieren, innerhalb von nur 2 Jahren durch einen sehr geringen Personalaufwand oder den uns bekannten Sekten, wurden mehrfach Kalkulationen und Berechnungen angestellt, welche sich zu dem Ergebnis der Ermittlungsarbeit deckten. Herr Johannes Marschall wurde im Jahr 2009 vermutlich durch Erpressung über eine Fehlpsychiatrisierung durch SPDI, mit anschließendem Aufenthalt in der LVR-Klinik in das Sozialträgersystem eingeführt und dort mit unwirklichen Methodiken, vermutlich aus BKA oder VS, in diesem System gehalten. Ob dies womöglich auf Ermittlungen, Morddrohungen,
Blockierung von Missionen oder Angst Dritter, Opfer von Erpressung zu werden, Schweiz, geschah. Ist dabei nicht zu klären. Durch eine Etablierung in diesem System durch Herr Marshall konnten vermutlich einerseits strategische Vorteile für BKA, VSOE erzielt werden, andererseits konnte mithilfe dieser CV-prägenden Maßnahme ein für den Umstand eines gesunden Menschen in diesem System und der notwendigen Führung im Inland, Bedingtheit zur Geheimhaltung ein außerordentliches Projekt zur Fremdsteuerung in Auftrag gegeben und initiiert werden. Diese Verfahren und Vorgehensweisen seien ohne Genehmigung von Ministerien aber auch aufbauend auf undurchsichtigen Vorgängen wie Erpressung, drohende Ermittlungsspannen seitens VS, BKA, LKA aber auch auf die bestimmte Zielstrebigkeit der nahtlosen Überwachung und Kontrolle dieses Sektors durch eine höchstmögliche Präsenz an Brennpunkt, Einsatz und Informationsvielfalt auf allen Ebenen des Sozial- und Gesundheitssektors gegeben. Mit der drohenden Enttarnung und der möglicherweise drohenden Blockierung von Ermittlungen, womöglich auch durch die übermäßig bedingte Involvierung von Beteiligten, der Notwendigkeit der Deckung und Schutz von Mitarbeitern, musste ein vermehrter Einsatz von deckenden Mitteln, initiiert. Durch richterliche Forderungen zur Psychiatrie, zur Provokation von Ermittlungen durch Einsatz von Folter, allein bedingt durch Abwehr von möglicher Erpressbarkeit initiiert werden. Herr Marshall als unter Folter ahnungsloses unterstes Glied des Geflechtes, wurde so zwischen 2016 und 2021 sowie Jahre zuvor in Annäherung und Planung seines Lebenslaufes zur Zielscheibe von Repression, politischer Verfolgung und im Endeffekt zum Probellend eines Monarch-Programmes, ähnlich des damaligen MK-Ultra-Programmes mit dem Einsatz von indirekten Techniken. Dies forderte ein weitläufiger Raum an Forderungen diverser Zielstellungen, welche nicht allesamt nochmals aufgezählt werden müssen. Der Umstand der Geheimhaltung in der Familie wurde zu den Umständen entsprechend entbehrlichen Kraft zur im Auftrag bestehenden Führung und Nutzung Herr Marshalls im Inland, was nur ohne ausreichend finanzielle Mittel gewährleistet werden konnte und sein kann. Seinerseits kann nur eine Lösung unter dem Verlassen des Landes und nicht des Bezuges einer Wohnung auf dem Dorf in Nähe seiner leicht erkrankten Mutter in Frage kommen, um seinen persönlichen Belangen und Schutz der Gesundheit nachzukommen, und die Situation durch Entkommen aus dem Teufelskreis zu entspannen oder komplett auszulösen. Die durch Sozialmord, ausgehend von Folteranwendung entstanden Problematik, eines leidtragenden Bürgers im Visier von mächtigen Institutionen, organisierten Machtstruktur, kann entsprechend dem Täterklientel seinerseits, in Gesamtbetrachtung als Mittel zur nahtlosen Überwachung, Kontrolle unter der Nutzung seiner Person und des Bedürfnisses der Geheimhaltung betrachtet werden. Das Verständnis für die Situation kann und darf in diesem Zusammenhang gar nicht von der Familie gewünscht oder gesehen werden, da diese Situationen ansonsten oftmals an Triebkraft verlieren und Herr Marshall als solches Instrument fallen gelassen werden müsste. Überhaupt ein noch ungestörteres Klientel von einem solchen Sachverhalt überhaupt zu berichten, kann und darf in diesem Zusammenhang normalerweise allein zur Abschirmung des Bürgers nicht geschehen und würde ohnehin nur zu einer Fehlleitung an Gefühl, Verständnis und Umgang mir Herr Marshall Johannes sorgen, ihn weiter entgegen der allgemeinen Zielstellung aus dem Land drängen. Durch die direkte sowie indirekte Verflechtung seitens seines Onkels M.A. Andreas Peter Marshall, Person des öffentlichen Lebens in der Schweiz, kann die Verantwortung zur Selbstständigkeit wohl höchstens dem Himmel überlassen werden, was jedoch in diesem Zusammenhang nicht weiter ausführbar sein kann, weil die Sachlage selbst für Experten keine klare Form in Darstellung und Analyse annehmen kann, und wegen geringer Gewichtung im Gleichnis zur Zielstellung der Täterstruktur nicht annähernd der Betrachtung wertig sein kann. Um einen Ansatz für die Deutung der Etablierung von Unterwanderung auch aus langfristiger Sicht logisch liefern zu können, sei auf die Möglichkeit der Grundbesitzenteignung durch Einheiraten in jahrelang unterwanderte und ausgewählten Familien zu nennen. So kann ein System zur stillen Spionage, Lenkung und Abrichtung im Gesundheitswesen eines Familienmitglieds auch dafür genutzt werden, Familien aus der Reserve locken, die Kraft zu entlocken, eine Annäherung durch Freundeskreis, Beamte,
Sekten oder bis hin zu Gemeindestrukturen initiieren, was betroffene Familien und Klientele gerade bei Verwendung von sektenähnlichen Strukturen, Systemen und Vorgehensweisen, ein kleiner Teil, ein kleiner Bote einer Kette von Unterwanderung oder Enteignung werden lassen kann. Im Fall Marshall Johannes muss unbedingt der Wille, eine Geheimhaltung durch einen weiteren Sozialmorde oder gar einen Mord aus der organisierten Kriminalität als Auftragsarbeit vermieden werden, um keine weitere Last auf den ohnehin gereizten Sicherheitsbehörden zu schultern. Eine Ausreise und die Ablegung der deutschen Staatsbürgerschaft unter einem Verfahren des Asyls sei geraten. Ebenfalls zur umfangreichen Entschädigung, um einen Selbstschutz, Selbstabschirmung, auch zur persönlichen sowie auf Seiten der Sicherheitsbehörden personellen Aufwandes, sei ebenfalls über eine Entschädigung der Familie Marshall nachzudenken. Von einer weiteren Nutzung Herr Marshalls sowie Aufträgen zur Überwachung, Führung im Inland oder Ermittlungsverfahren, Psychiatrisierungen, sei unter Anbetracht seines bisher erlittenen gesundheitlichen, zeitlichen Schadens und der allgemeinen resultierenden Folgen, Spätfolgen absolut abzuraten. Zumal eine langfristige Verschwiegenheit wegen des Ausmaßes an Folteranwendung und Schaden im CV wohl kaum realisierbar ist und vermutlich in den verfrühten Tod Herr Marshalls führen würde. Es sei auf die künstlerische Tätigkeit und die für ihn bestehende Notwendigkeit, diese in Zukunft überhaupt ausführen zu können, hingewiesen. Ebenfalls auf bestehende Diagnose der Mutter, welche in diesem Rahmen durch Einstellung genutzt wird, und wurde hingewiesen. Johannes Marshall, Sieversdorf, 9.06.2021, 0:50, kurz vor dem endgültigen Verlassen Deutschlands. Anmerkung: Bezugdiagnose Mutter Hama. F62 andauernde Persönlichkeitsänderungen. Nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns. Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen ohne vorbestehende Persönlichkeitsstörung nach extremer oder übermäßiger, anhaltender Belastung oder schweren psychiatrischen Krankheiten. Diese Diagnosen sollten nur dann gestellt werden, wenn Hinweise auf eine eindeutige und andauernde Veränderung in der Wahrnehmung sowie im Verhalten und Denken bezüglich der Umwelt und der eigenen Person vorliegen. Die Persönlichkeitsänderung sollte deutlich ausgeprägt sein und mit einem unflexiblen und fehlangepassten Verhalten verbunden sein, das vor der pathogenen Erfahrung nicht bestanden hat. Die Änderung sollte nicht Ausdruck einer anderen. Without involvement of social psychiatric service, without the involvement of the local courts, amtsgerichtlich Berg, Mr. Simons, for example.